Und darum taugt diese Neuausgabe noch weniger als das Original. Ich fasse zusammen. Die Drachen glauben an gar nichts. Gefolgschaft der hohen Drachen? Humbug. Treue an die Zwölfe? Hirngespinste. Reinstes Wunschdenken ist es zu behaupten, Kaiserdrachen fühlten sich zu Dachadoh hingezogen, dem Drachen des Lichts, Perldrachen zu Pharmalor, Purpurwürmer zu Naklador. Am Ende wird noch jemand behaupten, die Riesenlindwürmer hätten etwas von Yalsikor an sich, weil ihre drei Häupter ach so treu zusammenhalten. Und von der Zuordnung zu den Zwölfen halte ich noch weniger. Der alvaranianische Drache beugt sich dem alvaranianischen Gott genauso wenig wie auf Dere, der Purpur, dem Riesenlindwurm. Pharmalor zum Beispiel wartet doch nur auf seine Chance, um Rondra zu vertreiben. Wie könnte es bei so einem kriegerischen Wesen auch anders sein? Daher empfehle ich, den geschätzten Kollege das gute Pergament abzuschaben, zum Lampenmacher zu geben. Dr. Drinji, Barn in einem Brief an die Akademie Punin anlässlich einer Übersetzung des Kompendium Dracomagia. Ist auch gern noch kenntlich, dass bei der Tötung oder dem Tod einst Drakens einer Echsen der Karbunkelstein kann fallen, in die Erde und dort kämen. So dies aber geschieht, wäscht daraus ein gar großer Dämon, den Salt nennen ein Drakenei. Ey such, Drakenei, ihr Doc kann irgend auf viele Jahre und zehn Jahre ohne Änderung, dann aber trübt sich einen Tage und bricht hierfür ein Draken oder Ex, dem inwohnt die Seele und Macht des Vaters. Allein er sich noch nähren muss mit menschlichem Fleisch, auf das er wüchse. Das Monsterhandbuch. Yagi, Sohn des Gax, in den dunklen Zeiten verfasst. Mitte, Ende Travia. Die Burggrafschaft Hallingen hat ein wackeliges Bündnis ausgebaut und sich die Goblins an ihrer Seite gesichert. So können sie mit Hilfe der Helden gegen die brandschatzende Varina von Mersing ziehen. Doch ehe ihr euch verseht, werdet ihr in die Burg gerufen und bekommt den Auftrag, euch dem Felde anzuschließen. Mersingen hat den Siebenstein genommen und plant einen großen Ausbruch ins Weidensche. Zwar hat die Gräfin von Moosgrund Balio den Ruf zu den Waffen ertönen lassen, doch sie droht zu unterliegen. So ist es an euch, heldenhaft einzuschreiten. Die Wanderung durch den Gutem-Forst ist dunkel und nass, doch dann erreicht ihr die Motte Siebenstein, die mit den falsch gehissten Bannern vor euch liegt. Kleine Wäldchen, ein Hügel und ein seichter Fluss vor euch. Blickt euch etwas um, Priodur und Ronga, und analysiert. Vor euch auf dem Felde könnt ihr bereits die ersten Mannen erkennen, die wohl von der Balior, von der Frau Moosgrund, hierher berufen worden sind. Nun, Ronga, wie schätzt ihr die Lage ein? Scheinen wohl einige Mann ausgehoben zu haben, diese Gräfin. Wirklich reinkommen? Nun, das wird sich zeigen. Stabil aus. Vor allem wissen wir nicht mit was genau wir rechnen müssen. Die einen Drachen in ihren Gefolgen haben, wissen wir. Der könnte schon fatal sein. Nun, dann wollen wir uns einmal vorstellen, der Gräfin. Wollen wir mal schauen, wo sie geblieben ist. Man sandte Kunde aus, dass sie wohl auf dem Schlachtfeld erscheinen soll. Und es wäre nur Vorteil für uns, wenn wir uns mit ihr verbünden gegen diese fürchterliche von Mersingen. Nun, sie können uns sicherlich auch sagen, wo wir gebraucht werden. Ich meine, wir haben nicht wirklich viel Mannesstärke dabei. Halt, in Kors Namen! Wer seid ihr? Plötzlich tritt eine Frau aus dem Unterholz an euch heran und hält euch ein Schwert entgegen. Ihre Gnaden, Priodur von Grauningen, Hofpriod des Barons. Ein Pfaffe, deswegen sieht man euch doch leuchten durch den ganzen Wald. Nun, Preiswerk und Wille ist es, dass sich seine Diener nicht verstecken. Tja, aber eben das tut ihr. Nun, wollt,
Wollt ihr uns wirklich weiter das Schwert entgegenhalten? Wir sind hier noch nicht auf einen Kampf aus. Nun, eben nicht, aber wer bist du? Ich bin Ronga. Ich reise in Leitung des Herrn Priodus. Gut. Ich bin Koriana Blutstahl, stellvertretende Hauptfrau von diesem kleinen Manipel, was ich hier zusammengetrieben habe, die Überlebenden. Seid ihr auch hier, um uns zu unterstützen, Priodur? Natürlich. Deshalb hat der Baron uns ausgesandt. Nun, wisst ihr, wo die Gräfin sich derzeit aufhält? Ihr meint die Burggräfin Nordfalk Moosgrund? In der Tat. Die steht da oben, im Norden von hier, mitten auf dem Feld. Man kann erkennen, dass sie wohl ihre Beratung abgeschlossen haben. Drei Kundschafter, die sie dort hinratten haben lassen. Jetzt verteilen sie wohl ihre Kavallerie in den Wald. Nun, ich würde vorschlagen, dass sie uns begleitet und uns zur Gräfin begleitet. Was sollen wir da? Unsere Befehle sind eindeutig, wir bleiben hier. Nun, eure Befehle kommen doch vom Baron. Er bezahlt euch, nicht wahr? Oder ist das nicht so? Seht ihr den Baron hier irgendwo? Nun, er hat einer die Befehle. Nun, wir warten ab. Ja, das ist der Befehl. Ihr seid die Überlebenden. Wir kennen einen eurer Mitglieder, Ado Wehrheimer. Er hat euch doch hier überhaupt ins Spiel gebracht. Deswegen hat der Baron euch angeheuert. Das ist richtig. Du bist ein Begleiter von Ado? Hat nie von dir erzählt. Wir reisen schon seit geraumer Zeit zusammen durch die Wildermark. Und Priodur hier ist auch seitdem unser einer Begleiter Baron ist dazu gestoßen. Also gut. Nun, wie gesagt, wir sollen hier bleiben, das sind die Befehle. Wir sollen abwarten, bis die Schlacht beginnt. Was sollen wir uns unseren Hinterhalt hier aufgeben? Denn genau deswegen liegen wir im Unterholz. Hinterhalt? Was für ein preisungefälliges Spektakel. Tja, wie gut, dass wir keine Rondra-Geweihten sind. Aber wir haben einen Magier aufgelesen. Gehört er zu euch? Irgendein Held? Zumindest sagt er, dass er Held ist. Der Mann Kasim, ein weißhaariger Magier? Irgend so ein Halbelf. Nun, vielleicht könnt ihr uns zu ihm führen, damit er selber Kunde tun kann, was er hier zu schaffen hat in dieser Gegend. Tja, dann kommt mal mit. Wie gesagt, er ist nicht an irgendwelche Befehle gebunden, weil er nicht zu den Überlebenden gehört, aber... Wenn ihr irgendwas Genaues wissen wollt, kommt mit. Wir sollten aufpassen. Vielleicht ist es einer von Mersing. Ich meine, hier in den Wäldern. Ja, wir werden ihn genau observieren. Ja, dann tut das mal. Er ist zumindest kein Paktierer. Ja, damit stiefelt sie voran durch das Unterholz. Trotz ihrer Statur, kurzhaarig geschoren, schwarze Haare und auch wohl einige Narben im Gesicht, tritt sie wohl sehr behutsam auf und lässt keinen Ast unter sich knacken oder brechen. Und wenn ihr dann zu einer sehr kleinen Lagerstätte kommt, kein Feuer oder sowas, was brennt, aber zwei, drei Zelte, die aufgestellt worden sind, könnt ihr erkennen, wie dort wohl ein Halbelf mit harten Gesichtszügen sitzt, der euch... anblickt, verwundert, euch hier zu sehen. Nun, ihr seid also dieser sogenannte Held. Ist dem so? Travia zum Gruße, meine Herren. Prall zum Gruße. Mein Name ist Ihro Gnaden Priodur von Grauningen und dies ist mein Gefährte Ronga. Mein Name ist Vitus Frostfang. Adeptus Major der Runa Jasku. Ein Magus also. Interessant. Scheiße gelaufen, oder? Und man nimmt, was man kriegen kann. Und wie bist du, oder ihr, Magus, hier gelandet? Ich meine, das ist kein angenehmer Aufenthaltsort. Hier wird bald eine Schlacht stattfinden. Nun... Überall, wo Dinge passieren, man verdreht dabei so leicht die Augen, lässt sich auch immer ein gutes Gold verdienen, was ich zurzeit gut gebrauchen könnte. Ihr seid also ein Söldner. So könnte es man natürlich ausdrücken. Und ihr arbeitet nicht für Mersing? Dieser Name sagt mir nichts.
Er ist wohl noch nicht allzu lange hier. Mersing ist die Böse, mehr musst du nicht wissen. Drachen reiten und so. Dann tut es mir wirklich leid für dich und was für eine Scheiße du hier mit reingeraten bist. Aber nun, jetzt bist du hier und wir können jeden guten Mann gebrauchen. Es ist die Pflicht eines jeden Torwallers, die Ranga zu bekämpfen, wo immer er kann. Auffällig bei dem Spruch, vor euch steht ein Halbelf. Ja, wie auch immer. Nun, wenn ihr wirklich fähig seid und gewillt seid, uns zu unterstützen, so wird euch sicherlich der Baron eine, nun ja, gewisse Summe zahlen. Oh ja, vor allem wenn wir ihm erzählen, dass ihr mit Travier gegrüßt habt. Dann will er euch bestimmt kennenlernen. Du bist eine äußerst sorgsame Göttin. Nun, wisst ihr bereits, wann wir auf sie treffen werden? Nun, zuallererst werden wir uns zur Gräfin begeben. Sie ist wohl die Befehlshaberin der Truppen im Feld hier. Wir müssen uns über den Schlachtplan informieren und schauen, wo wir gebraucht werden. Ihr könnt mittlerweile hören, wie sich der Boden erzittert ein bisschen und Pferde, die auf euch zusprinten oder zumindest auf das kleine Wäldchen, in dem ihr euch verschanzt habt. Nun, wie es scheint, hat die Gräfin uns wohl gefunden. Müssen wir weniger laufen? Wirklich auf den Wald zu, mit Intention in den Wald zu gehen oder am Wald dann doch vorbei? Nee, die preschen in den Wald hinein, ja. Und das werden wohl die Boten mit Befehlen sein. Vielleicht können die uns was über den Schlachtplan erzählen. Schlachtplan, der wird improvisiert. Viel Zeit hatten wir nicht. Aber das ist kein Botschafter, das ist ein ganzes Banner. Könnt ihr an den Flaggen erkennen, an den Wimpeln. Vielleicht sollten wir uns zu erkennen geben als Verbündete. Die wissen, dass wir hier sind. Aber ich würde sagen, nutzen wir die Ablenkung. Sobald die Kavallerie hier an uns vorbeigeprescht ist und sie dann in das nächste Wäldchen übergesetzt haben, zumindest vermute ich das, dann sollten wir die Ablenkung nutzen. Deren Augen werden dann nämlich auf der Kavallerie liegen und nicht auf euch. Also was auch immer ihr vorhabt, gut ist dann. So sei es. Vitus, wollt ihr uns begleiten? Natürlich. Desto mehr Informationen ich kriege, desto effektiver kann ich arbeiten. Nun gut. Ihr schwört doch sicherlich bei Preis nichts Preisungefälliges zu tun, nichts Schwarzmagisches, keinen dunklen Sinn zu haben. Ich rufe keine Dämonen, wenn ihr von so etwas redet. Ob Preis alles gutheißen würde, was ich als Gildenmagier tue, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Direkt neben euch könnt ihr sehen, wie sich einer der Büsche bewegt und ein Soldat, der wohl eben direkt neben euch stand, geht zu einem der Zeltplätze, holt ein großes Banner und steckt es dann vor sich in den Boden, dreht es in Richtung der Reiter, die dann noch immer lauter an euch heranpreschen und ungefähr 50 Männern und Frauen dann an euch vorbeireiten, Blick auf das Banner, es gibt auch hebende Handbewegungen, kurz grüßen und dann preschen sie an euch vorbei mit ihrem Donnern. Nun, dies soll mir zuerst ausreichen. Wir werden eure, nun ja, Seelenlage zu einem späteren Zeitpunkt prüfen. Nun, lasst uns beeilen, lasst uns schreiten. Also, viel Zeit haben wir nicht. Wie gesagt, nutzt die, was auch immer ihr tut, als Elden, heldenhafte Dinge tun eben, vielleicht irgendwie Chaos stiften. Es gibt eine kleine Bresche, die geschlagen worden ist. Das waren die Angreifer bei dem Angriff auf Siebenstein, um sie zu erobern. Es gibt natürlich verschiedene Ziele, primäre und sekundäre oder sogar tertiäre Ziele. Könnt euch eure eigene noch unterwegs noch machen. Anwesend muss auf alle Fälle sein der Höhlendrache Alopir. Wahrscheinlich auch Takran, die ja zumindest berichtete davon Ardo, dass dieser Drache hier sein könnte. Varina von Mersing ist selbstverständlich auch da. Und es gibt laut unseren Kundschaftern einen Baronssohn, Ilkold Drachwil von Ausstein. Dem sollte diese Siebenstein eigentlich irgendwann gehören, aber sein Vater ist noch nicht tot und er nahm ihn sich gewalttätig. Damit ist er ein Verräter.
Tja, und wenn ihr irgendwelche Mordbrenner im Inneren ausschalten könnt, dann tut das. Viel Spaß. Nun, Ronga, weist uns den Weg. Ihr kennt euch hier aus. Wir müssen auf den richtigen Augenblick warten. Und hier kenne ich mich nicht aus, aber ich werde uns einen vernünftigen Weg für durch einen vernünftigen Pfad führen können. Nur die Fläche dort macht mir Gedanken. Wir müssen uns beeilen und schnell rüber und hoffen, nicht gesehen zu werden. Ja, währenddessen könnt ihr auch sehen, wie sich jetzt wohl die Infanterie in Marschbewegung setzt und auch aus dem Inneren des Siebensteines strömen jetzt die Mordbrenner heraus. In einem Sturmangriff brannten sie dann auf die verteidigende Infanterie und ja, es gibt die ersten Scharmützel und Gefechte. Viel Erfolg, die Götter mit euch. Nun, Ronga, ist es vernünftiger, erst in das Innere zu gelangen, um nun ja, der Schlange den Kopf abzuschlagen, oder sollen wir erst zur Gräfin gehen? Ihr seid geschickter im Kampf als ich. Jetzt zur Gräfin zu gehen, hieße uns der Reihe dort anzuschließen. Die Mordbrenner stürmen schon heraus. Wir sollten uns Näheres über unsere Umgebung, mehr mit unserer Umgebung bekannt machen. Das heißt, vielleicht von dort drüben haben wir einen besseren Blick auf das Hintere der Festung. Nun gut, dann wollen wir uns sputen. Schreitet voran, Ronga. Ja, und Preis mit uns. So okay. Ziehe ich meine anderthalb Hände und gehe an den Rand des Waldes. Ja, die Pferde sind mittlerweile an euch auch vorbeigeprescht über die kurze Stückweg in den nächsten großen Wald. Kannst auch sehen, wie sich da so ein kleines Bächlein, ein kleiner Fluss dann eben ergießt. Und just als du dann herantrittst an das Feld, kannst du wohl auch schon das erste Schwertgeklirre und Pferdegewieher hören, was von dort drüben drüber brandet. Kämpfe haben begonnen. Lasst uns diesen Kampf an der Waldseite umrunden. Über die offene Fläche laufen, haben wir Gefahr, dass sich einer von denen zu uns wendet. Ja, und so laufe ich dann schnellen Schrittes in Kettenhemd voran über die Fläche, bis wir das nächste Waldabteil erreichen. Okay. Dann könnt ihr es so tun und zu dritt über die große Fläche hinübersprinten. Seid ihr nicht ganz sicher, wie viele es sind. 70 Meter, teilweise in Rüstung oder eben in einfacher Kleidung. Aber die 70 Meter sind tatsächlich für euch als Sprinter in geduckter Haltung doch noch eine ganze Menge, sodass ihr dann auf der anderen Seite sehr außer Puste wieder ankommen, direkt in den Wäldern wieder verschwinden, das Unterholz beiseite drücken, knackende Äste und dann vor euch könnt ihr den ausgetretenen das Bächlein erkennen. Und wie gesagt, das ist kein richtiger Fluss, aber so ein kleiner Bach, durch den man dann warten müsste. Vor euch könnt ihr auch sehen, es fließt zwar nicht wirklich, aber das wenige an Wasserbewegung ist schon rot gefärbt. Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt hier am Waldrand nach Nord nach Vieren begeben. Dann müssen wir direkt am Bach vor entlang und wie wir hier sehen, Ronga beugt sich und streckt ins Wasser. Kämpfen die direkt am Bach. Sollten noch ein wenig weiter ins Waldinnere gehen, damit wir sie wirklich umrunden können. Sofern wir die Geräusche immer mit einem Ohr hören können. Man ist einige Schritte tief, sollten wir auf jeden Fall im Wald bleiben, damit wir nicht vom Fluss aus sichtbar sind. Haltet euch bedeckt und lauft in einer Reihe hinter mir. Ich werde uns den Pfad suchen, dem wir am besten unentdeckt bleiben können. Seid ihr des Attacks mächtig? Das fragt ihr mich ernsthaft? Komplett geschüttelt. Blöd! Glaubt ihr wirklich, ein Preisgeweihter spricht diese Sprache der Gauner? Und das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, das zu diskutieren. Scheiße. Unsere Männer ziehen sich zurück. Oft. Weiteres Pferdegetrappel. Und dann könnt ihr sehen, während ihr euch dann noch abgeduckt darüber streitet,
wohin es jetzt geht, könnt ihr sehen, wie wenig Männer auf vielen Pferden wieder aus dem Wald zurücksprinten, und die sind blutverschmiert. Soldaten in Rüstung mit einigen heraldischen Symbolen darauf. Ihr könnt tatsächlich erkennen, dass eine ganze Menge an feindlicher Infanterie, den Raubrittern und den Mordbrennern von Verena von Mersing sich darunter gemischt haben, die jetzt in einem wilden Verfolgungsduell sich versuchen, entweder wieder mit der Hauptstreitmacht zu vereinen, aber sie wurden auf alle Fälle abgefangen und das Rennen zurück beginnt. Nun, jetzt ist die Zeit. Lasst uns sputen. In Ordnung. Mir nach. Ja, und so steige ich erstmal über den Bach rüber. Das ist hoch genug, dass man da einfach rübergehen kann auf einem guten Weg, oder? Also du sinkst auf alle Fälle tief im Matsch ein und deine Stiefel verfärben sich dann auch rot. Aber du kommst da auf alle Fälle durch. Also es ist jetzt, wie gesagt, nicht sehr tief, aber es ist vor allem sehr matschig. Dass dann eben auch große Schlammbrückchen an euch kleben bleiben, aber ihr könnt auf die andere Seite überkommen und verschwindet dann wieder im Walddickicht. Ja, dann geht's am Fluss entlang, am Bach entlang, hier den Wald hoch, bis wir wieder einen Blick auf die Festung haben. Vielleicht laufen wir noch ein bisschen weiter rum, damit wir außerhalb des Waldes gesehen werden können, falls doch ein direkt vor euch, wenn ihr dann den Wald in Richtung Norden geht, könnt ihr das kleine Scharmützel erkennen, was hier vor euch aufgebrandet ist. Viele Pferdeleichen, teilweise auch noch Verwundete, Verletzte, die hier dann liegen, aufgespießt oder von irgendwelchen reißenden Schwertern, dann Arme, die fehlen, Beine, die fehlen, Gliedmaßen, auch Köpfe, die abgeschlagen worden sind. Also hier wurde vor geraumer Zeit diese kleinen Gefechte geführt. Und sie leben teilweise wohl noch. Andere sind dann von Pferden zerquetscht worden oder wimmern um ihr Leben. Und zwar von beiden Seiten. Weniger Mordbrenner, aber ja, da wurde geschlachtet. Wir geboren ihren Seelen beistehen. Dafür haben wir jetzt aber keine Zeit. Lass uns weitergehen. Sehen wir vom Waldrand, können wir einen Blick auf die Festung haben? Sehen wir hier vor allem den Einschluss? Genau, das wurde euch auch schon gesagt. Die Bresche, die könnt ihr sehen. Das Tor, was da wohl mal war, ist zerstört. Da wurde wohl auch ein Karren davor geschoben, der hier so ein bisschen als Blockade dient. Aber wenn man an dem Karren einfach drüber klettern kann, es dient vor allem eben auch darum, dass man da nicht mit der Kavallerie reinprescht. Also das ist nicht möglich. Also neben dem kaputten Tor, wie gesagt, die Bresche, Palisade des Forts, und das war ehemals dann der Durchbruch, der dann zu der Einnahme vom Siebenstein geführt hat. Da drüben wäre ein möglicher Einstieg. Zumindest in die Feste kommen. Wir wissen natürlich nicht mehr, wie viele die zurückgelassen haben. Aber die meisten scheinen ja rausgestürmt zu sein. Was sagt ihr, Prior? Sollen wir das wagen? Prior ist mit den Tapferen. Lasst es uns wagen. Haltet auch einen Blick von rechts von uns. Wir wissen nicht, ob dort weitere Truppen deponiert sind. Nur darauf aus, dem Nächsten, der hier langkommt, in den Rücken zu fallen. Denkt ihr, sie haben noch mehr Speer? Wir müssen davon ausgehen. Wie ein Spähtrupp sieht das da drüben nicht aus. Verdammt. Aber wir sollten uns nicht allzu viel Zeit lassen. Los. Okay, dann mögen wir jetzt bitte die erste Probe von euch, und zwar sich verstecken. Oder auch schleichen. Schleichen ist natürlich genauso gut, auch wenn man das über das offene Feld macht. Aber gerade wenn man dann mit den schlammspritzenden Stiefeln hier einmal durch das Wasser gewaten muss, will man natürlich nicht noch für irgendwelche verbliebenen Feinde, die noch in dem Fort warten, auf euch anlocken, anziehen, oder aber irgendwelche Späher, die dann im Unterholz sitzen, auf euch aufmerksam machen.
Ja, Priodur, du willst dich auch gar nicht verstecken, trittst nach draußen. Die Sonne hat wohl seit geraumer Zeit nicht mehr geschienen. Trotzdem musst du umso hellender, umso leuchtender strahlen, dann in deinem weißen Ornat den Weg antreten. Es hat vor einiger Zeit geregnet. Mittlerweile sind nur noch graue Wolken dann vorhanden. Und so trittst du dann auf die Lichtung. Und ja, von Schleichen hältst du auch nicht so viel, oder? Nicht wirklich, nein. Nicht wirklich, ja. Dann gehst du einfach mit spritzenden Stiefeln durch den Schlamm, während Ronga versucht, sich so ein bisschen abzutarnen. Aber wenn du siehst, wie deine Kollegen, Kameraden mithelden, dann ebenso ist ja nicht für nötig, halt besonders leise oder versteckt zu sein. Dann kann man das im Prinzip auch aufgeben. Zumindest wird Priodur als erstes gefressen. Oder von Fallen gespickt. Ich bete innerlich Preis, dass sein Bruder mich in seinen Mantel hüllen möge oder aber ich ins das zwölfgöttliche Paradies einkehre. Ich murmel so ein bisschen vor mich hin so. Ja, Ronga ist da halb im Dreck, im Matsch abgeduckt, schüttelt den Kopf, wenn er Richtung Priodur guckt, steht dann auf und läuft dann auch geduckt, versucht an Priodur vorbei dahin zu kommen, denn wenn nicht ungesehen, dann sollten wir schnell laufen. Ja, von eurer Position aus sind es grob 80 Meter, die ihr wieder rüber sprinten müsstet oder so schnell wie möglich abgeduckt dann auf die andere Seite verbringt. Gebt mir mal bitte eine Athletikprobe, ob ihr das denn schafft. Ne? Und der zweite Sprint nach kurzer Zeit hintereinander fordert dann doch schon das eine oder andere an Ines. Du könntest theoretisch einen Chip einsetzen, wenn du eine Probe wiederholen willst. Oder einen Wurf halt. Durch 18 zum Beispiel. Genau, ein Schicksalspunkt stünde dir zur Verfügung, wenn du die 18 neu werfen möchtest. Also einen Würfel aus dieser Dreierprobe, dann wäre das möglich. Wofür kann man die denn so benutzen? Für Proben nachwürfeln, also entweder alle drei oder nur einen. Das kannst du natürlich jetzt tun, kannst aber auch später tun. Dann hebe ich mir das lieber noch auf.